Guten Morgen, Apolli. Du bist ein braves Kätzchen. So ein flauschiges, braves Kätzchen. Einige fragen in den Kommentaren, ob Apollo jetzt so aggressiv zu Cosmo ist, wegen der menschlichen kleinen Schwester. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, weil er schon davor damit angefangen hat. Und zwar erst, nachdem er Lucy getroffen hat. Nachdem sie bei uns vor dem Fenster saß, hat er angefangen, so zu reagieren auf Cosmo. Und es wurde irgendwie immer schlimmer, je öfter sie gekommen ist. Ja, und wenn sie dann eine Weile nicht kommt, dann ist es wieder besser. Und ich glaube nicht, dass die Katzen eifersüchtig sind auf das Kind, weil er liegt jetzt auch gerade daneben, ohne sich an den Geräuschen zu stören. Bei Cosmo ist das nicht so. Er läuft dann weg, er hat Angst. Er kommt auch, legt sich hin, aber sobald sie irgendeinen Mucks macht, läuft er weg. Apollo ist aber eher so ein bisschen entspannter, was das angeht. Aber trotzdem geht er nicht zu ihr, weil ich weiß nicht mal, ob sie als menschliches Wesen anerkennen oder denkend, ich habe mir irgendwie eine Spielzeugpuppe gekauft, die dann irgendwie Geräusche macht. Ich weiß nicht, ob die überhaupt verstehen, dass das ein Mensch ist. Aber sie reagieren nicht eifersüchtig oder ähnliches. Entschuldigung, darf ich mir erzählen? Ja, ne? Sie reagieren nicht eifersüchtig, weil die Katzen immer noch genauso viel Aufmerksamkeit kriegen wie vorher. Wenn sie spielen wollen, dann wird mit ihnen gespielt. Wenn sie kuscheln wollen, dann bekuscheln wir sie. Wenn sie bei uns im Bett schlafen wollen, ist das kein Problem. Sie können sich da aufhalten, wo sie wollen. Sie können immer noch genauso viel rausgehen wie vorher. Und ja, wie gesagt, für die hat sich nichts geändert, bis auf die Tatsache, dass sie jetzt ab und zu ein lautes Schreien hören. Ja, aber das haben sie auch vorher gehört. Und ich habe mir jetzt schon damals aufgefallen, als Marseilles Nichte, nee, falsch, das ist eigentlich seine Cousine, aber als sie ein Baby war, kam sie zu uns und hat auch laut geschrien. Und das hat den Katzen gar nichts ausgemacht, gar nichts. Sie hätte denen einfach ins Ohr schreien können und die hätten nichts gemacht. Jetzt hat Apollo auch keinen Bock mehr. Die sind nicht weggelaufen, haben sich nicht versteckt. Als wir auch so viel Besuch hatten, sind die nicht weggelaufen, haben sich nicht versteckt. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, hallo Kosmos, dass die gar nicht irgendwie auf das Kind eifersüchtig sind. Zumindest reagieren sie auch überhaupt nicht so. Und also sie tun so, als hätte sich rein gar nichts verändert, außer Cosmo. Cosmo freut sich über sehr viele neue Schlafmöglichkeiten. Die nutzt er auch. Aber ja, für Apollo hat sich nichts geändert. Nur eben, dass diese weibliche Katze vor dem Fenster sitzt, nachts oder abends. Und wenn wir die Rolli nicht früh genug schließen, dann gibt's Ärger. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, Rolli schließen bringt auch nichts mehr, weil die irgendwie merken, dass sie trotzdem da ist. Und zumindest Apollo. Und dann ist Apollo wieder voll aggressiv. Und gestern habe ich versucht, die Rolli zu schließen. Und dann, er saß davor und ich mache die zu und er guckt mich an und miaut mich an nach dem Motto, mach das nicht. Und der war richtig traurig, als ich die Rolli zugemacht habe, wo er auf seine Freundin gewartet hat. Und ich denke mir so, ja klar, aber wenn du dann deinen Bruder danach verprügelst, kann ich dir das leider nicht gönnen. Ich habe halt Angst, dass die irgendwann komplett sich auseinanderleben. Weil momentan mögen die sich noch manchmal. Und wenn die sich nicht mehr mögen, was soll ich dann machen? Ah, jetzt guckt er schon wieder. Sag mal, hast du es beim letzten Mal nicht verstanden? Tun die Krallen nicht mehr weh, oder was? Glaubst du wirklich, du kommst da hoch, ohne dir weh zu tun? Mit den abgeschliffenen Krallen. Nee. Geh weg von hier. Boah, ich muss mir für hier irgendwas einfallen lassen. Er springt aus dem Stand auf den Zaun und klettert rüber. Das geht nicht, Cosmo. Du darfst das nicht machen. Guck mal, du hast dich so verletzt. Zeig mal deine Krallen. Da. Diese Kralle fehlt. Nee, das ist nicht die. Das ist, glaube ich, die andere Pfote. Da fehlen komplett zwei Krallen.
Wie sollst du das machen? Hm? Zeig mal deine Krallen. Wie sehen die heute aus? Ja, furchtbar sieht das aus. Ja. Mach das nicht. Boah, erschreck dich doch nicht so. Bin doch jetzt nur ich. Okay? Du lässt das schön bleiben, ja? Danke. Tja, was macht denn das Fluff hier? Das Fluff haut nicht ab. Wenn es nicht irgendwo durchkommt, dann haut es auch nicht ab. Und es versucht auch nicht, irgendwas zu finden, wo es abhauen kann. Nur dieses Kätzchen. Dieses Kätzchen versucht irgendwas zu finden, wo es abhauen kann. Und wenn nichts geht, dann springt er über den Zaun und verletzt sich dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob euch sowas hier auch interessiert, aber ich färbe mir gleich die Haare in der Farbe hier. Sieht man das? Warte mal. So. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich habe da noch so meine Zweifel, dass mir sowas steht, aber mein Ansatz nervt mich extrem und ich hoffe, dass man durch die dunklere Farbe den dann einfach nicht mehr so sehr sieht, weil ich keinen Bock habe, zum Friseur zu gehen. Erstens, weil das voll lange dauert und zweitens, weil das super viel kostet und ich hasse es, Geld für mich auszugeben. Deswegen mache ich das jetzt selbst. Und ich habe die Befürchtung, dass wir ziemlich kacke aussehen, weil eigentlich mag ich mich lieber hellblond. Aber das hier ist jetzt auch nicht so dunkel, oder? Seid gespannt auf das Ergebnis. Ich bin's auch. Guckt euch das mal an. Ich habe eine Wassermelone ohne Kerne erwischt. Vielleicht sollte ich einen Lottoschein ausfüllen. Heute muss mein Glückstag sein. Und wenn meine Haare gleich auch noch was werden, dann fülle ich wirklich einen Lottoschein aus. Krass, ich habe das noch nie gesehen. Ist das so eine extra Sorte? Habe ich vielleicht gar kein Glück gehabt, sondern einfach nur diese Sorte gekauft? So, hat mit der Farbe auf dem Bild rein gar nichts gemein, aber es sieht definitiv besser aus als vorher. Mein Ansatz ist weg und es sieht nicht mehr ganz so ungesund aus, oder? Weil das, was ich vorher hatte, das war ja schon sehr schlimm. Das ist okay, das kann man so lassen. Oder? Ist nichts Besonderes, aber es ist okay. Und ich habe locker 100 Euro gespart. Und davon werde ich wahrscheinlich irgendeinen unnötigen Schnickschnack für die Katzen kaufen. Katzilein, hast du dir unsere neue wunderschöne Hortensie namens Agatha angeguckt? Ja? Oder hast du nur geguckt, wo du mal wieder abhauen kannst? Hm? Sag. Hab dich erwischt. Mach das nicht, okay? Hau nicht ab. Nee, mach das nicht. Guck mal, wir haben da jetzt Borsten. Wenn du drauf springst, wirst du merken, dass das unangenehm ist. Und dann springst du hoffentlich wieder zurück. Aber er macht das schon alleine deswegen nicht, weil er die da oben sieht. Das Problem ist, die sind nicht überall. Und wenn er auf die Idee kommt, dass es von dort aus genauso rüber geht, ja, müssen wir da auch wieder Borsten anbringen. Und dann warten, bis er sich was Neues einfallen lässt. Ach ja. So, und das hier, ich würde sagen, das ist eher so. Das muss hier nicht mehr sein, aber hier. So, und das ist unsere neue wunderschöne Blume. Die ist echt groß. Katzi. Bleib doch einfach hier. Woanders ist es nicht schöner als hier. Und wenn der Rasen erstmal gewachsen ist, dann sowieso nicht. Ja? Putsch, putsch, putsch.